Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Und wir fangen mit einer freien Themennacht an. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Der erste Anrufer heute Nacht ist Martin und Martin ist 21. Hallo Martin. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Martin. Weswegen rufst du an? Ich möchte mit dir über ein Mädchen reden, in das ich seit 8 Jahren mittlerweile verliebt bin. Ach du lieber Gott, seit 8 Jahren. Ich wiederhole, ja. Du bist 21. Genau, das fing mit 13 an, in der Schule damals. Wir sind in dieselbe Klasse, im Gymnasium gegangen. Und da hat man angefangen, Gefühle für sie zu entwickeln. Halt den Hörer mal bitte ein bisschen anders. Oh, das tut mir leid. Ja. Hörst du mich jetzt besser? Ja, es ist klarer so, ja. Okay. Also in der Schule fing es an. Genau, in der Schule, so in der 7. Klasse, habe ich Gefühle für sie entwickelt. Das hat dann auch die Runde gemacht in der Klasse. Das heißt, irgendwann hat sie es auch mitbekommen. Und ja, jeder wusste eigentlich Bescheid. Aber du hast es ihr damals persönlich nicht gesagt? Nee, das ist es. Ich habe es ihr nie ins Gesicht gesagt oder so. Du hast es ihr nie gesagt? Wir haben damit einfach aneinander vorbeigelebt, als wäre nichts. Und hatten ab und zu Kontakt per Chat und haben einfach normal als Freunde geschrieben. Ich habe es also versucht zu ignorieren. Du hast es versucht zu ignorieren? Oder sie? Nee, ich. Du hast es versucht zu ignorieren, dass du in sie verliebt bist? Genau. Warum? Und habe also Warum? Die Andeutungen gemacht. Ich habe mich also nie getraut, aktiv den ersten Schritt zu machen, was ich jetzt im Nachhinein auch bereue. Und habe einfach gedacht, ich würde sie damit nerven. Glaubst du denn, dass sie das wirklich weiß oder wusste, dass du damals in sie verliebt warst? Ja, doch, das wusste sie auf jeden Fall. Also das, ja. So, jetzt bist du 21 Jahre alt und du bist immer noch in sie verliebt? Genau, irgendwann hat sie die Schule gewechselt. Wir sind auseinander, haben uns auseinander gelebt, aber hatten immer noch so in unregelmäßigen Abstand von ein paar Monaten kurze Gespräche im Chat, im Internet. Wie war das denn für dich? Das Mädel hat doch bestimmt irgendwann dann einen Freund gehabt und du hast das gesehen. Wie war das für dich? Nee, sie hat die Schule gewechselt in der 10. Klasse. Und da habe ich nur über Chat erfahren, dass sie einen Freund hatte. Das ging aber auch nicht lange, über ein paar Monate. Und seitdem hat sie auch keinen Freund mehr gehabt. Ach. Das heißt, ich war da kurz verängstigt oder so. Und andererseits dachte ich auch, es würde besser werden, wenn sie einen Freund hat. Das denke ich heute noch. Aber das ist ja ganz komisch. Ich gehe mir davon aus, dass sie so alt ist wie du. Genau, sie ist 20, okay. Ja. Seit ihrem 13. Lebensjahr hatte sie einmal eine relativ kurze Zeit einen Freund und dann bis heute keinen mehr? Nee, so ist es, ja. Weißt du das genau? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil? Wir hatten nämlich jetzt vor 2 bis 3 Jahren nochmal relativ guten Schreibkontakt, weil ich sie zufällig angeschrieben habe oder gesehen habe und angeschrieben habe. Und dann haben wir über jeden Tag, über fast 2 Jahre hinweg, einige 100 Nachrichten am Tag geschrieben. Also wir waren dann doch irgendwann sehr gut befreundet. Und da wurde natürlich über solche Dinge auch gesprochen. Genau, über ihre einzige Beziehung. Und da hat sie mir auch immer wieder klar gemacht, dass sie keinen Freund will. Dass sie glücklich ist, wie sie ist und niemanden anderen braucht. Und du, was ist mit dir? Hattest du mal eine Freundin zwischendurch? Nee, ich habe eigentlich immer nur sie im Kopf gehabt. Du hast noch keine Freundin bisher gehabt? Nee. Du hast in keinster Weise. In keinster Weise heißt, du hast auch noch nicht mit einem Mädchen geschlafen? Nee, auch das nicht. Du hast nur sie im Kopf? Genau, wirklich. Hör mal, Martin, was ist denn mit euch los? Du hast so einen intensiven Schreibkontakt, habt ihr beiden miteinander.
warum machst du, jetzt in deinem Fall du, warum machst du denn nicht den ersten Schritt? Weil ich hatte vor, erstmal eine Freundschaft aufzubauen. Ach, ja, gut, aber die Freundschaft ist ja nun längst aufgebaut. Das ist ja das Ding. Ich habe ihr dann irgendwann gesagt, dass ich sie immer noch liebe. Mhm. Das war jetzt ein Jahr her. Mhm. Und mit dem Moment an hat sie den Kontakt abgebrochen. Ach, du mir so. Gott. Und hat dann gesagt, ja, nee, sie hat mir von Anfang an klar gemacht, das soll eine Freundschaft werden und nicht mehr. Und so will sie eigentlich nicht mit mir reden. Und ich habe auch von meiner Seite aus gesagt, ich will mir dann auch keine Hoffnung mehr machen. Und dann haben wir am besten gar keinen Kontakt mehr. Ist das so geblieben bis heute? Eigentlich ja. Ein Jahr lang haben wir nur noch sehr wenige Nachrichten über, ja. Ja, und jetzt ganz aktuell nichts mehr? Nee, nichts mehr. Aber ich habe nach wie vor Gefühle für sie wie vor 8 Jahren. Da hast du dich aber was reingesteigert, Martin. Ja, ich habe sie aber ganz mal vor, ja? Ja, ich habe sie vor kurzem angeschrieben wegen einem Treffen, damit wir das mal untereinander klären können. Mhm. Das war noch im Januar. Da hat sie mir gesagt, okay. Da bin ich aber vor ein paar Monaten ins Ausland gegangen und jetzt habe ich sie vor einer Woche nochmal angeschrieben und da kam keine Antwort mehr. Das sagt viel. Ja, ich muss es aber irgendwann mal klären und das geht mir so nahe. Ich denke da jeden Tag drüber nach. Also ich glaube, Martin, das ist geklärt. Ja. Ich glaube, da hast du dich massiv in was reingesteigert und du brauchst jetzt sehr viel Kraft, dich aus dieser Blockade rauszubrechen. Ja. Ich glaube, dass du völlig gelähmt bist, was andere Frauen anbelangt, weil du ständig immer wieder dieses dir hervorrufst, dass du diese Frau liebst. Diese Frau liebt dich aber nicht und die antwortet dir gar nicht mehr. Schmeiß sie aus deinem Kopf raus. Ja, wenn's so einfach ja aber ist, ich sag's jetzt erstmal so. Ja. Man muss sich ja erstmal einfach ausdrücken. Du hast ja jetzt schon so viele Jahre damit. Ja, ich hab einfach immer gewartet. Ich will nicht sagen verplempert, aber irgendwie schon, ein bisschen schon, ja, finde ich auch. Ich bereue auch sehr, dass ich früher nie was gemacht habe. Die hat zu dir gesagt, nachdem du mutig dann gesagt hast, ich liebe dich immer noch, dann hat sie gesagt, nein, ich dich aber nicht. Und so. Ungefähr so. Ungefähr so. Dann, also sie hat gesagt, sie hat mir oft klar gemacht, das hat sie auch. Ich versuche mir da immer noch Hoffnung zu machen. Nein, deswegen, da geht gar nichts mehr. Vergiss es. Ja. Vergiss es komplett. Ich glaube, das musst du dir jetzt mit aller Radikalität einhämmern. Da geht nichts, die kriegst du nie, die will dich nicht. Mhm. Und jeder Gedanke an diese Frau, so als erste Selbsttherapie, manchmal muss die erste Selbsttherapie ein bisschen hart und radikal sein. Mhm. Pitch sie aus deinem Kopf raus, wenn du anfängst, über sie nachzudenken. Das ist eine Illusion, in der du da lebst. Ja. Und versuche, die ersten Schritte nach draußen zu machen und versuche, dich langsam auf andere Frauen, die dir auch gefallen, einzulassen. Du bist du bist wirklich in einer Blockade, glaube ich. Ja, teilweise gefallen mir auch nur die Frauen, die so ähnlich aussehen wie sie. Also. Ich glaube, das wird jetzt ein mühsamer Weg werden. Aber das kannst du nur schaffen, indem du wirklich streng mit dir selbst bist. Kein Aber. Ja. Kein Vielleicht. Nicht irgendwelche alten Mails angucken. Alles löschen. Alles weg. Alles weg. Ja, das ist mir vor einer Woche durch Zufall passiert. Da habe ich mein Handy mehr oder weniger komplett gelöscht. Ja. Also alle Nachrichten und Bilder waren weg. Ja. Und seitdem geht es mir auch ein bisschen bergauf. Auch alle Bilder weg. Fühle mich ein bisschen freier, Wenn du Bilder von ihr hast, alles löschen. Es wird schwierig genug sein und zwing dich einfach rauszugehen, zwing dich Frauen anzusprechen. Das muss ja nicht gleich die große Liebe sein, aber damit du einfach mal, damit das aufbricht und damit du aus diesem Hamsterrad rauskommst, in dem du da lebst, wegen dieses Mädchens. Martin. Ich glaube, sie ist sich auch den Ausmaßen nicht bewusst, aber das Bitte? Ist ja alles meine Schuld. Nee, das ist deine Schuld, Das ist deine Schuld. Und wer weiß, was mit der los ist, vielleicht hat die ja doch einen Freund oder ist lesbisch oder weiß ich was. Ja, darüber habe ich auch schon viel nachgedacht. Aber darüber wollen wir auch gar nicht mehr nachdenken. Mhm. Das ist vollkommen. Ja, sie will nichts von mir und. Genau, es ist völlig egal, wie das Mädel lebt. Die Tatsache zählt nur, dass sie dich nicht will. Mhm, daran wird sich auch nichts ändern. Schreib dir einen großen Zettel: Sie will mich nicht.
Sie will mich nie. Ja. Und hänge dir ins Zimmer. Nein, so musst du es vielleicht nicht machen, aber häng dir diesen Zettel in deinen Kopf. Ja. Mach ja, das war jetzt halt seit über einem Jahr so und dass wir keinen Kontakt mehr hatten und es hat sich einfach nicht geändert. Ich habe es schon versucht, sie zu vergessen, aber... Ja, aber sei ganz ehrlich, du hast sie auch nicht konsequent immer wieder verdrängt in deinem Kopf, wenn du angefangen... Nee, ich habe dann immer wieder alte Sachen angeguckt, das stimmt. Ja. Wenn es aufhört, wird es besser. Martin, ich wünsche dir, dass du aus dieser Betonkapsel rauskommst. Ja, vielen Dank. Und noch mehr wünsche ich dir, dass du irgendwann eine sehr, sehr nette Frau kennenlernst, die die Alte vergessen macht. Das wäre schön, ja. mein Lieber, toi, toi, toi. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, tschüss. Tschüss, Martin. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Oder meldet uns bitte unter domian@wdr.de. Hier ist Susi. Susi ist 44. Guten Morgen, Susi. Hi. Liebe Susi, ich grüße dich. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich mich gern ein bisschen aufregen würde über die soziale Ungerechtigkeit gegenüber alleinerziehenden Müttern. Mhm. Du bist alleinerziehende Mutter? Ja. Wie viele Kinder hast du? Vier. Vier Kinder? Respekt. Nicht immer alle so erschrocken. Hört euch nicht immer alle so erschrocken an. Respekt, der ist ungewöhnlich. Ja. Es entspricht nicht der heutigen Norm. Wie alt sind die Kinder? Der Jüngste ist 14, dann habe ich eine Tochter, die ist 16. Mhm. Ein Sohn, der wird jetzt im Oktober 21 und ein Sohn, der ist 23. Okay, die letzten beiden sind aus dem Gröbsten raus. Wahrscheinlich. Nee, die wohnen alle noch zu Hause. Ah, wohnen alle zu Hause. Okay, aber die haben schon ihr eigenes Leben, mehr oder weniger. Und da musst du nicht mehr so viel sorgen, oder? Naja. Also das ist ein bisschen schwierig. Erzähl mal, was du meintest mit der sozialen Ungerechtigkeit gegenüber Alleinerziehenden. Also ich finde zum Beispiel ziemlich ungerecht, dass wenn ich verheiratet wäre und Steuerklasse 3 hätte und mein Mann nicht arbeiten gehen würde, ich wesentlich weniger Steuern zahlen müsste, als ich jetzt zahlen muss. Mhm. Das stimmt. Ich finde, das geht an unserer Lebenswirklichkeit vorbei. Mhm. Und diese Metapher mit dem Hamsterrad, die du eben gerade benutzt hast bei dem Vorredner, fand ich ganz toll, weil die passt irgendwie auch auf meine Situation, weil ich fühle mich auch wie in so einem Hamsterrad. Ich laufe jeden Tag und versuche, bin Vollzeit berufstätig, mache und tue, aber es reicht trotzdem nicht. Wie lange warst du alleinerziehende Mutter? Ich bin jetzt seit 8 Jahren alleinerziehende Mutter ungefähr. Mhm. Vorher haben die Kinder einen und denselben Vater? Ja. Ja. Das heißt, vorher habt ihr das zusammen gestemmt, ihr beiden? Ja, vorher war ich auch immer zu Hause und so. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich irgendwie noch was machen will. Mhm. Ich hatte nun Reno-Gehilfe mal angefangen, als ich jung war, bevor ich die Kinder bekommen habe. Was für eine Gehilfin? Reno-Gehilfin, also, Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin. Okay. Und dann gab es ja diese neuen Hartz-IV-Gesetze damals. Mhm. Und dann durfte ich eine Umschulung machen, die durfte ich vorher nicht machen. Und habe dann Steuerfachangestellte gelernt. So, jetzt kenne ich mich in diesem ganzen Steuerkram nicht gut aus. So wie du es gerade erklärt hast, klingt es natürlich einleuchtend. Andere Frage, aber gibt es nicht... Dinge, mit denen du das kompensieren kannst, mit den vielen Kindern alleinerziehend, gibt es was vom Vater, kann man das nicht irgendwie absetzen? Ich frage dich, du weißt es. Die Kinder kriegen keinen Unterhalt vom Vater. Wie kommt das? Der Vater ist nicht berufstätig. Oh. Der lebt von Hartz IV. Dann ist es aber wirklich hart. Und ich bekomme natürlich Zuschuss von staatlichen Stellen. Mhm. Wohngeld und Kinderzuschlag gibt es dann. Mhm. Kinderzuschlag ist so eine Art Unterhaltsersatz, soll es sein. Das sind für alle vier Kinder zusammen 300 und ein paar zerquetschte Euro. Für einen Monat? Ja. Das ist auch nicht dolle. Da muss man ja viel einkaufen gehen, um die Kinder satt zu kriegen. Ja, Kindergeld bekomme ich natürlich auch, wie jeder normale. Ja. Ne? Das 21-jährige Kind und das 23-jährige Kind. Was machen die beiden?
Also der 21-Jährige hat seinen erweiterten Realschulabschluss gemacht und sucht jetzt eine Ausbildung. Mhm. Der 23-Jährige, der möchte gerne nochmal Schule machen, weil er leider noch keinen Schulabschluss hat. Mhm. Hat jetzt aber mittlerweile das Problem, dass er nicht mehr familienversichert sein kann. Tragen die denn ein bisschen dazu bei, dass Geld in die Familienkassen fließt? Nein, also die verdienen ja nichts. So. Na gut, aber mit sind alle nur Schüler gewesen bisher. Na gut, aber mit 21, was meinst du, was ich da schon früher gejobbt habe? Aber hallo. Ja, das Problem ist nur immer, sobald die einen Cent dazu verdienen, wird das gleich wieder abgezogen. Beim Wohngeld oder beim Kinderzuschlag. Mhm. Ja. Und da muss ich auch so ein bisschen sagen, da stehe ich dann so ein bisschen schützend vor denen und denke mir, warum sollen die für ihre kleinen Geschwister bezahlen, wenn der Vater das nicht kann? Aber da muss es doch eine Grenze geben, einen bestimmten Betrag, bis zu dem sie irgendwas sich nebenher verdienen können. Zeitung austragen, Werbe. Das ist das Problem, dass mein Gehalt so hoch ist. Mhm. Ja. Also das ist wirklich immer so ein zweischneidiges Schwert. Und die beiden Jüngsten, 14 und 16, sind ja noch in der Schule. Meine Tochter macht jetzt gerade ihren Schulabschluss und ist natürlich mit den Abschlussarbeiten total beschäftigt. Die hat vorher auch ein bisschen gejobbt nebenher, aber das lief dann mehr über mich. Mhm. Und wenn das so läuft, dann geht das natürlich. Aber mhm. Das funktioniert bei den Jungs leider nicht. Aber ich gebe mich damit nicht recht zufrieden, dass da nicht Möglichkeiten bestehen, ohne dass das gleich wieder irgendwo abgezogen wird. Wenn die Jungs 150 Euro im Monat verdienen würden durch irgendeine kleine Tätigkeit, oder wir reden mal über so einen Betrag, das wäre ein Anreiz für die Jungs, auch etwas für die Familie zu tun. Und ein gutes Gefühl wäre es für dich. Würden sie gerne machen, mhm. Haben wir versucht. Das geht, wenn sie selber Hartz IV bekommen. Und das bekommen sie natürlich nicht, weil sie bei mir leben und ich sie unterhalte. Da sie okay. Ja noch keine 25 sind. Da steige ich jetzt aus, wie was da wie genehmigt ist. Ich glaube immer noch, dass es da irgendeinen Weg gibt, dass die ein bisschen jobben können nebenher, Mensch. Ja, also, ja sobald es angemeldet ist, also wenn es jetzt wirklich schwarz wäre, dann dürften sie es natürlich. Dafür will ich jetzt hier keine Werbung machen. Okay, das kann ich. Aber Susi, dann... Nein, aber was mich wirklich ärgert, ist so ein bisschen so diese Sache... Ich weiß, alle Eheleute werden mich jetzt hassen, aber als Ehefrau zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht berufstätig wäre, könnte ich mein Leben lang bei meinem Ehemann familienversichert sein. Mhm. Und mein Sohn darf noch nicht mal bei mir familienversichert sein, bis er 25 ist, bis ich also nicht mehr unterhaltsverpflichtet ihm gegenüber bin. Mhm. Das ist für mich unlogisch. Das finde ich auch unlogisch. Ich kann dich einfach jetzt erzählen lassen, weil ich wirklich in diesen Feinheiten mich null auskenne. Ich bin erstaunt, dass das so ist und ich freue mich, dass du dich meldest dazu, um das mal in die Öffentlichkeit zu tragen, weil das hört man ja nicht so oft. Ja. Ja. Welche Perspektive siehst du jetzt? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder Hartz IV beantragen. Das heißt, du wirst deine Arbeit aufgeben wollen? Nein, nein, auf keinen Fall. Und warum willst du Hartz IV beantragen? Also ich bilde mich auch weiter und es soll sogar darauf hinauslaufen, dass ich dann irgendwann meinen Steuerberater mache und das Büro übernehme. Mhm. Aber bis dahin dauert es natürlich noch eine Weile. Und bis dahin muss ich dann anstatt dieser ergänzenden Leistungen, die ich jetzt bekomme, wie Wohngeld und Kinderzuschlag, Hartz IV beantragen müsste. Für wen? Als Aufstockung. Für unsere Familie, also für meine Familie, für mich und meine vier Kinder. Ich mache mal einen Vorschlag. Vielleicht haben wir einen findigen Finanzmenschen in unserem Publikum, der dir irgendwie noch einen guten Rat geben könnte. Der möge uns mailen und das geben wir an dich weiter. Wir können es nicht. Ich kann es nicht, meine Psychologin kann das natürlich auch nicht. Ja, klar. Also, es war ein Anruf der Unmutsäußerung über deine Situation als alleinerziehende Mutter. Das nehmen wir sehr ernst. Und du bist zwar schon jetzt so vom Fach, aber vielleicht gibt es doch noch irgendeinen schlauen Tipp. Den würden wir gerne an dich weiterreichen. Das wäre toll. Ja. Liebe Susi, aber Respekt vor deiner Lebensleistung und dann auch noch die Perspektive, irgendwann den Laden da zu übernehmen. Da hast du aber ordentlich was hingelegt.
In deinem Leben? Ja, versuchen, ne? Aber wirklich. Immer weitermachen. 4 Kinder und dann beruflich auch so zu kommen, dahin zu kommen, super. Meine Liebe, toi toi toi, alles Gute. Wenn wir was Interessantes hören, melden wir uns bei dir. Okay, das ist super. Gut, Dankeschön. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Marcel und der Michael. Hallo. Hallo, Domian. Ich spreche zuerst mit Marcel. Mit genau. Marcel. Marcel ist ja. 35. Ich bin jetzt 31. Mein Bruder ist 35. Ah, genau. Michael ist dein Bruder. Michael ist mein Bruder, der ist jetzt drüben im Wohnzimmer und ich bin jetzt hier im Schlafzimmer. Das heißt, wir beide reden zunächst alleine. Ja, genau, richtig. Ja. Deswegen hast du angerufen, Marcel. Und zwar bin ich psychisch krank geworden durch meine Eltern. Warum? Was also ich habe einen Stiefvater und eine normale Mutter noch. Ja. Und bei mir ist das so geworden, dass wir damals ins Heim gekommen sind. Wie lange hast du den Stiefvater denn schon? Den Stiefvater habe ich jetzt, seitdem ich jetzt ungefähr... Ich glaube, ich bin 15 gewesen oder 9. Nein, 9, glaube ich, war ich gewesen. Mein Bruder ist jetzt gerade auch ins Schlafzimmer gekommen. Okay. 9 war ich da gewesen. Also lange Zeit schon. Ja, das ist eine sehr lange Zeit, ja. Auf jeden Fall. Und bei mir ist jetzt das Problem halt gewesen, dass ich jetzt dadurch wirklich psychisch krank geworden bin, weil... Wir wurden damals so eingesperrt die ganze Zeit zu Hause und die haben sich in Larry nachts gemacht und die sind einfach weggegangen. Also deine Eltern, also der Stiefvater und deine Mutter, die haben euch Jungs, ihr seid die beiden einzigen Kinder? Wir sind insgesamt 5 Kinder. Mhm. Die 3 Mädels von uns, die sind adoptiert worden und in eine Pflegefamilie sind die gekommen. Und wir sind die Einzigen, die zu Hause waren bei meiner Mutter. Okay, dann haben die euch nachts eingesperrt. Wie habe ich mir das vorzustellen? Da kannst du dir so vorstellen, dass wir eingesperrt worden sind. Sie sind rausgegangen. Sie haben die Tür unten abgeschlossen. Da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Damals hatten wir in Westerwald gewohnt. Linz am Rhein heißt das. Und da wurden wir eingesperrt. Die haben sind rausgegangen, haben die Tür abgeschlossen. Moment. Wenn ihr eingesperrt wart, konntet ihr nicht rausgehen? Nein, wir konnten überhaupt nicht rausgehen. Nee. Wart ihr eingesperrt im Keller oder wo wart ihr eingesperrt? Wir waren in der Wohnung eingesperrt. Und die Eltern sind rausgegangen, haben gefeiert oder irgendwas gemacht? Ja, die sind einfach rausgegangen und die haben abgeschlossen. Und wir mussten uns halt darum kümmern, was wir zu uns machen. Wie oft kam das vor? Oh, das kam sehr oft vor. Die hatten ja sogar zum Beispiel unseren Wirten damals ein Telefon gehabt. Und das Telefon war von der Deutschen Telekom, glaube ich, gewesen. Und das konnten die sogar abschließen. Oder von der Deutschen Post war das gewesen. Die konnten das Telefon abschließen, dass man nicht raustelefonieren kann. Wie oft kam das vor? Oh, das kam sehr oft vor. Wo waren die denn dann immer nachts? Das wissen wir ja nicht. Wir wissen das ja nicht. Und wo die damals waren. Nun kann man ja sagen, das waren Jungs, die vielleicht dann so hinterher dann 12, 13 waren. War das so schlimm, dann im Haus sein zu müssen? Ja, das war sehr schlimm, weil wir konnten ja nirgendwo hin. Das ist ja unser Problem gewesen. Wie lange waren die Eltern denn dann weg? Also die waren meistens bis morgens waren die weg gewesen. Wir wissen ja gar nicht, was die gemacht haben. Und das war schon heftig gewesen. Wir konnten nirgendwo hin, wir konnten uns nicht aufmerksam machen eine Zeit lang. Und wir kamen ja nirgendwo raus. Das war ja unser Problem gewesen. Was hat der Stiefvater denn oder die Eltern noch mit dir oder euch gemacht? Bitte? Was hat denn der Stiefvater noch mit euch oder dir gemacht? Ja, mein Stiefvater, der hat mich immer geschlagen. Das war mein Problem gewesen. Er hat mir immer den Stock auf dem Hintern oder ja, auf Deutsch gesagt, auf dem Arsch verhauen. Und der war richtig dick gewesen. Was war der dick gewesen? Ja, dick war der gewesen. Und ich durfte 3 Tage nicht zur Schule gehen. Ja. Marcel, gib mir mal den Michael auch. Wir reden gleich wieder weiter, wir beiden. Aber dann hören wir den Michael auch mal. Ja, okay. Warte, hier Michael. Hallo Jürgen. Hallo Michael, freue mich, dich auch kennenzulernen. Schön, dass Danke, du da bist. Gleichfalls.
Ja. Vielleicht von deiner Seite nochmal, was war das für eine komische Sache da mit dem nachts eingesperrt sein? Was glaubst du, wo die Eltern waren? Also das ist schon ganz schön heftig gewesen. Das Problem ist, unsere leibliche Mutter, die hatte viel Kontakt auch zu ihren Geschwistern. Das kann natürlich auch sein, dass die nachts mal eben so nach Duisburg gefahren sind, vom Westerwald aus. Ja, macht man mal, aber doch nicht immer zu. Nee, vor allen Dingen nicht, dass wir eingesperrt gewesen sind. Also es war ja teilweise auch so, dass wir waren ziemlich jung. Also ich kann mich daran erinnern, ich meine, ich wäre 12 gewesen. Mhm. Und ja, Marcel war damals 8,5. Und das hat damals auch gewittert und geblitzt. Da kann ich mich auch noch ganz schlimm dran erinnern. Und wie gesagt, wir hatten ja ein Telefon von der Deutschen Post. Das war damals so. Deutsche Post hat ja die Telefonanschlüsse gemacht. Mhm. Und ihr konntet nicht telefonieren, genau, das hat ja der Marcel gerade schon erzählt. Richtig, man konnte nicht raustelefonieren, allerdings war unser Stiefvater früher viel auf dem Trödelmarkt und hat unter dem Schlafzimmerbett, also die hatten so eine komische Konstruktion, die hatten ihr Schlafzimmer im Flur gehabt und da war ein Vorhang vor, damit wir ein Kinderzimmer hatten. Mhm. Und unter dem Bett waren teilweise auch Trödelmarktartikel und darunter war so ein altes Wählscheibentelefon, so ein grünes. Mhm. Dass ich dann eingesteckt habe in die Telefonbuchse, mhm, und habe das andere raustelefoniert und dann haben wir die 112 beziehungsweise die 110 angerufen und da hat die Polizei dann auch die Tür aufgebrochen und hat uns dann mitten in der Nacht quasi ins Übergangsheim gebracht, in einem Kinderheim. Seid ihr denn danach dann wieder zurückgekommen nach Hause? Nee, danach sind wir im Kinderheim geblieben und... Wie alt warst du da, als ihr ins Kinderheim kamt? Da war ich... Ich glaube, um die 12, 13 rum müsste das auch gewesen sein. Und da ist ja Marcel mitgekommen. Ja, richtig, genau. Weißt du, was die Eltern der Polizei denn als Begründung vorgelegt haben? Nee, das weiß ich leider nicht. Also ich habe das damals alles nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass die uns einen auswischen wollten, weil wir unseren Stiefvater immer gehasst haben. Also auch sehr stark ich, weil ich das immer mitbekommen habe, dass mein Bruder halt immer Schläge von ihm bekommen hat. Du nicht? Nee, weil ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich habe halt auch meinem Stiefvater mit unserem richtigen Vater immer gedroht. Ich habe gesagt, du bist nicht mein Vater und wenn du mich schlägst, dann erzähle ich das meinem leiblichen Vater. Und ich denke, dass das so das gewesen ist, wo ich noch, sag ich mal... ein bisschen Respekt hatte der vor dir. Ja, denke ich mal auch, ja, weil ich auch fast jedes zweite Wochenende bei meinem leiblichen Vater war. Ihr seid ja nie wieder zurückgegangen in diese Familie, zurückgekommen. Nee, in die leibliche Familie gar nicht mehr. Also in die Familie von dem Stiefvater und deiner Mutter? Nee, sind wir nicht mehr. Also wir sind danach das nennt sich Schifferkinderheim, das war nachher auch in Ruhrort, Duisburg-Ruhrort. Also wir gingen dann wieder vom Westerwald zurück nach Duisburg. Und kam dann nach Duisburg-Ruhrort ins Schifferkinderheim und da waren wir dann quasi ich war bis zu meinem 17. Lebensjahr da, bis ich dann auch in die Ausbildung gegangen bin. Das war auch ein Internat, da bin ich von Duisburg nach Papenburg gekommen, ins Ausbildungsinternat. Mhm. Jugendheim Johannesburg nannte sich das, da habe ich meine Lehre zum Beikoch gemacht. Gab es denn in dieser ganzen Zeit irgendwann nochmal Kontakt zur leiblichen Mutter? Ja, es gab schon nochmal einen Kontakt und zwar zu der Zeit, wo die Geschwister, also wir haben ja noch drei Schwestern und die wurden ja adoptiert, also ich sag mal, mein Bruder ist von 1984 und wo meine Mutter quasi mit ihm in den Umständen war, kam ich zu meinem Opa für ein Jahr, zu meinem leiblichen... Mach mal nicht zu kompliziert. Gab es Kontakt noch zwischen euch und zwischen Marcel und dir und der leiblichen Mutter später? Später wieder, ja. Jetzt hat der Marcel gerade gesagt, dass er eine psychische Erkrankung hat. Mhm. Ja. Was für eine psychische Erkrankung ist das? Ja, das Problem ist, dass er, ja, ich sag mal, der hat eine, ja, wie soll ich sagen, der hat, ich sag mal, so eine Störung, der sitzt auf dem Sofa zum Beispiel. Mhm. Und ist immer wieder, also der fängt an zu wackeln, macht dabei Geräusche, also man muss sich das so vorstellen, der sitzt auf der Couch und geht immer mit dem Oberkörper nach vorne und nach hinten und fängt dann auch an, manchmal Geräusche zu machen oder im Bett, wenn er im Bett liegt, dann nimmt er den Daumen im Mund und wendet sich dann nach rechts, nach links und macht dabei dieses Geräusch so Und das ist, ich sag mal, verhaltensgestört würde ich das auch nennen. Habt ihr beiden denn noch ein
einen sehr engen Kontakt und oft Kontakt? Ja, mittlerweile wieder. Also ich sag mal, seit knapp einem Jahr. Mhm. Und seit knapp einem Jahr haben wir wieder, ich sag mal, guten Kontakt, seitdem wir keinen Kontakt mehr zu unseren leiblichen Schwestern hatten, weil die haben versucht, uns auch auseinanderzubringen. Ja, ist der Marcel denn in den Jahren irgendwann mal psychologisch, psychiatrisch behandelt worden? Ist ja auch. Der hat auch mittlerweile einen gesetzlichen Betreuer, der auch sich hier um die Wohnung, der auch ab und zu mal rauskommt und sich um die Wohnung kümmert, beziehungsweise guckt, was er macht und auch die Finanzen überprüft. Und vor 2 Jahren, bevor der Marcel seine Freundin kennengelernt hat, da hat der einen Selbstmordversuch gehabt, was ich ziemlich heftig fand, wo ich auch ziemlich geweint habe und sehr traurig war. Mhm. Der hat von einem Bekannten, mit dem er immer zusammen Alkohol getrunken hat, der Bekannte von ihm, der war Diabetiker und war insulinpflichtig. Mhm. Und mein Bruder hat dann sich an einem Abend 5 Ampullen oral eingeführt, also über den Mund. Und ist dann quasi ins Koma gelandet, wo er dann auch, er hat vorhin gesagt 4 Monate, aber das waren 4 Wochen. Der hat kein Zeitgefühl. Also verstehe. Das ist einfach bei ihm ganz extrem. Ist er denn unbeschadet da wieder rausgekommen aus der Zum Sache? Glück, zum ja. Glück, also ja. Zum Glück, ja. Die Ärzte haben auch erst gedacht, weil er am Anfang gar nicht, also der konnte ja, selbst wo er schon bei sich war, konnte der knapp eine Woche nicht sprechen. Mhm. Also der konnte gar nichts sagen. Und ja, du glaubst, dass diese ganze Misere und auch seine Erkrankung definitiv damit zusammenhängt mit der schlimmen Kindheit. Ja, richtig, genau. Weswegen habt ihr mich jetzt konkret angerufen, Michael? Ja, richtig. Nee, weswegen ihr mich konkret angerufen habt? Okay, angerufen haben wir eigentlich deswegen, weil auch mein Bruder mit der ganzen Situation nicht klar kam und gesagt hat, pass mal auf, ich möchte gerne mit dem jungen Domian sprechen, helf mir doch bitte dabei. Mhm. Und da habe ich gesagt, das tue ich gerne, nur das Problem ist, siehst du ja, Jürgen, das meiste muss ich für ihn übernehmen, weil er kommt mit der Situation nicht klar und ich weiß auch manchmal gar nicht, wie ich ihm helfen kann. Mhm. Weil Michael, jetzt habe ich sehr grob, wahrscheinlich ist es eine riesige und sehr traurige Geschichte, die hinter euch liegt. Ich habe das grob verstanden. Vielen Dank, dass du mir das erklärt hast und gib mir den Marcel bitte doch nochmal. Ja, werde ich machen. Ja, vielen Dank, Michael. Ja. Lieber Marcel, jetzt hat der Michael mir ja schon viel erzählt von eurer Vergangenheit. Das war ja alles nicht sehr schön. Ja, und das stimmt. Und das tut mir auch sehr leid, dass du der Leidtragende bist und das bis in dein jetziges Leben, da du schon über 30 bist, das noch mitnehmen musst. Ja, leider. Ich glaube, dass man da sehr, sehr umfangreich rangehen muss an dich. Und mit großer Sorgfalt und mit viel Sachverstand und mit viel Herz. Ja. Und du weißt ja, dass ich ja in dieser Sendung immer nur so eine kleines Zeitfenster habe, wo ich mit den Leuten reden kann. Aber dafür haben wir im Hintergrund immer unsere guten Psychologen. Ja. Und deshalb möchte ich jetzt, dass du auflegst und du wirst von der Psychologin, die heute Nacht hier arbeitet, von der Heike, nochmal angerufen. Und dann habt ihr wirklich Zeit und könnt mal gemeinsam beraten. Du bist schon in Betreuung, das habe ich ja gehört. Ja, richtig. Aber gesetzliche Betreuung und betreutes Wohnen bin ich auch schon. Genau. Aber und ich möchte mich gerne nochmal bei dir bedanken, Jürgen Domian. Weil du machst echt deine Sendung sehr gut und ich finde das echt schade, dass du aufhörst. Ich danke dir vielmals. Ich mag dich total, weil ich habe auch noch eine andere Vorgeschichte, dass ich bisexuell bin und ich höre deine Sendung und sehe deine Sendung jeden Tag von Montag bis Freitag und ich bin total begeistert von dir. Marcel, ich danke dir sehr herzlich für das Kompliment. Das freut mich sehr. Gerne. Und es würde mich noch mehr freuen, wenn wir dir so ein bisschen helfen könnten. Das wäre echt nett. Genau, deswegen wird die Heike dich jetzt gleich anrufen. Dann kennst du das ja. Bitte auflegen und warten, bis die Psychologin dann anruft. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Alles Gute, viel Glück. Und danke dir auch und alles Gute noch für dich. Dankeschön. Schöne Grüße an Michael nochmal. Ja, werde ich machen. Tschüss, ciao. Bis dann, ciao. Tschüss.
So, meine Lieben, 1.34 Uhr, 35 haben wir. Und hier ist das der Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Hoffnung. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die die Hoffnung nicht aufgeben. Also die Hoffnung nicht aufgeben, zum Beispiel gesund zu werden. Vielleicht seid ihr schwerst erkrankt, aber ihr habt immer noch die Hoffnung, dass ihr es schaffen werdet. Vielleicht gebt ihr die Hoffnung nicht auf, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird oder dass ein Vermisster zurückkehrt. Oder vielleicht gebt ihr die Hoffnung nicht auf, aus einer bestimmten Lebenskrise, in der ihr im Moment seid, herauszukommen. Also ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die es hart getroffen hat, aber die hoffnungsvoll sind und sagen, irgendwie geht es immer weiter und ich werde es schon schaffen und werde das Beste draus machen. Zur Hoffnung gehört natürlich auch die Hoffnungslosigkeit und ich möchte auch in der Sendung, das gehört zum Thema, auch mit Menschen sprechen, die ja, die irgendwann gesagt haben, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr und ich habe alles gemacht, was man machen kann. Ich schaue nur noch ins Schwarze. Wenn ihr gerne mit mir über das Thema Hoffnung sprechen wollt, dann am besten per Mail zunächst unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Thema Hoffnung, jetzt freie Themennacht. Hier ist Achim, 50 Jahre. Guten Morgen, Achim. Ja, guten Morgen. Hallo Achim. Schön, Hallo. Dass du da bist. Hallo Domian. So, über was reden wir beide? Also es geht darum, dass ich 50 Jahre bin. Ich habe eine Freundin, die ist 25 Jahre alt. Mhm. Mit der Freundin habe ich meine Ehefrau betrogen vor ungefähr 2,5 Jahren. Und daraufhin, als die Sache dann rauskam, also das lief ungefähr 10 Monate parallel. Zehn Monate. Nee, Moment, wie lange war das denn jetzt? Nein, nicht 10 Monate, mal ein paar Monate, 2 Monate parallel. Okay. Ungefähr. Und als meine Frau das dann rausgekriegt hat an einem Sonntagabend, dann ging es Schlag auf Fall. Dann hat sie gesagt, nee, dann will ich auch sofort die Scheidung, such dir eine andere Wohnung. Und wir hatten eine gemeinsame Eigentumswohnung. Ja, also hat die aber schnell und radikal gehandelt. Sie hat radikal gehandelt. Mhm. Und wie sich dann herausstellte, hatte sie auch einen Freund, mit dem sie starke Sympathien zusammen hatte. Und vorher auch schon parallel fremdgegangen? Nee, die ist nicht fremdgegangen. Ich bin fremdgegangen, ja, parallel, weil ich mehr Sex haben wollte. Mhm. Wie lange warst du denn mit deiner Frau verheiratet gewesen? 20 Jahre. Wir kannten uns 25 Jahre. Also wir kannten uns. Mhm. Und dann 20 Jahre waren wir verheiratet oder 21. Mhm. Wir haben sogar Töchter, die 20 Jahre alt sind. Mhm. Also Zwillinge haben wir. Mhm. Mit den Töchtern habe ich auch weiterhin guten Kontakt. Erzähl mal weiter, wie es damals dann verlief. Also dann hat sie gesagt, tschüss, ihr hattet eine gemeinsame Eigentumswohnung. Wie habt ihr das auseinandergefummelt? Also bisher ist es so, dass sie da drin wohnt und ich habe eine Mietwohnung. Meine Ehefrau von damals wohnt noch weiter in unserer Eigentumswohnung. Mhm. Sie zahlt mir eine ganz geringe Miete. Mhm. Oder sie zahlt mir eine Miete und ich habe auch eine Mietwohnung. Mhm. Und aber es geht mir halt darum, dass ich mit dieser 25-jährigen Frau jetzt immer noch befreundet bin, nach außen hin. Und es ist auch so, ich mag die auch, die 25-Jährige. Aber du bist nicht mehr mit der zusammen? Doch, mit der 25-Jährigen bin ich zusammen, immer noch. Ja, weil du sagst nach außen hin. Und ja, nach außen hin, weil ich immer zu mich schon mit dem Gedanken spiele, mich von der Frau zu trennen, weil ich brauche halt eine Freundin. Ich will mein Leben jetzt nicht wegschmeißen mit dieser 25-Jährigen. Moment, langsam. Von wem überlegst du dich zu trennen? Von der Freundin oder von deiner Ehefrau? Nee, von meiner Ehefrau bin ich geschieden mittlerweile. Okay, und von wem willst du dich trennen? Von dieser 25-jährigen Freundin. Warum? Weil sie hat halt ganz andere Ansichten. Mhm. Und ich bin der erste Freund von dieser 25-Jährigen. Mhm. Und die 25-Jährige freut sich halt, dass sie mich hat und dass sie mit mir die ganze Männerwelt erlebt und alles. Und ich freue mich auch, dass ich sie habe. Sie erlebt mit dir die ganze Männerwelt? Ja, wie meinst du? Sie hatte vorher keinen Ach so, so meinst Freund, du das, ja. Sex
Okay, ja. Aber wo ist das Problem, wenn du nicht mehr so sehr interessiert bist oder verliebt bist in diese 25-Jährige? Warum trennst du dich denn dann nicht? Weil diese 25-Jährige mich einfach nicht loslässt. Wie? Das gibt's doch nicht. Entscheidend ist ja, was du willst und nicht, was sie will. Ja, aber ich könnte jetzt ihr nicht sagen, hör mal, ich will das jetzt nicht mehr mit dir, ist Schluss und aus. Warum nicht? Dann, weil die mich stalkt. Die stalkt mich. Die sitzt dann bei mir vor der Tür oder. Denkst du dir das oder hat sie das schon? Das hat sie schon mal gemacht. Das hat sie gemacht, als ich schon mal so weit war, als ich direkt nachdem die Sache aufflog und meine Frau hat mich quasi vor die Tür gesetzt und gesagt, mit ihr will ich nicht zusammenleben. Daraufhin wollte ich dann auch die Beziehung zu der 25-Jährigen beenden, weil die hat dermaßen hartnäckig daran festgehalten. Die hat mich gestalkt und irgendwann habe ich dann gesagt, ja gut, dann bleibe ich halt mit ihr zusammen, mit der 25-Jährigen. Dann habe ich zumindest was. Achim, entschuldige mal, was ist denn das für eine Einstellung? Ich erinnere daran, du bist ein Mann von 50 Jahren. Ja, ja. Du wirst dich ja wohl von einem 25-jährigen Mädel lösen können. Und wenn sie da in dieser Richtung sich zunächst ziemlich bescheuert verhält, dann muss man da durch. Aber da kann doch nicht die Lösung sein, dass du aus Angst oder Bequemlichkeit sagst, okay, dann bleib ich bei dir. Nein, das ist ja auch nicht der einzige Grund. Das ist ja der Grund, weil ich mit ihr einen verdammt guten Sex habe und weil ich mit ihr auch Sachen mache, die ich gerne mache. Also wir wandern gerne, wir fahren in andere Städte nach Duisburg. Na gut, aber du hast gerade so, klang mir das durch, wenn du ganz frei entscheiden könntest, würdest du weggehen von der 25-Jährigen? Ja, irgendwo sagt es mir meine Vernunft. Ich bin 50, sie ist 25, sie hat noch die Pläne, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen, das will ich alles nicht mehr. Und da stoßen wir immer an einen Punkt, wo ich mit dieser 25-Jährigen nicht weiterkomme. Und da merke ich immer, da bin ich am Ende, das geht nicht. Und dazu kommt auch noch, dass sie mit ihren 25 Jahren noch viel, viel mehr Energie hat als ich. Ja. Ich bin der erste Freund von ihr. Diese 25-Jährige möchte mit mir alles Mögliche erleben. Sie sagt immer, komm, lass mal nach Amsterdam fahren. Meine Güte. Oder du fährst lieber in Schwarzwald. Nein, ja, einmal das oder ich bin abends auch müde. Nichts gegen Schwarzwald, das ist sehr schön, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Und Martin, also, dann musst du gehen. Dann musst du gehen. Und wenn das Gehen schwierig ist, ja, dann ist das Gehen schwierig. Dann muss man das durchstehen. Wenn du dein Gefühl beschreiben solltest, darum werde ich dich jetzt bitten, was du für diese junge Frau noch hast. Wie beschreibst du es? Also es war jetzt Folgendes, vor ein paar Tagen war es noch so, dass ich bei ihr war, bei der 25-Jährigen, und dann hat sie mir irgendwann gesagt, was hast du denn da für Zettel im Portemonnaie? Und ich hatte mich schon hingelegt, weil ich müde war und kaputt war, und sie wühlt in meinem Portemonnaie rum. Daraufhin bin ich so ausgerastet bei ihr in der Wohnung, dass ich ihr da ich habe ihr die Tür eingetreten. Das war ein bisschen... Weil sie hatte mich dann rausgeworfen. Ich stand dann unter Hose bei ihrem Treppenhaus und dann denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Dann habe ich mich gegen die Tür geworfen. Dann war auf einmal die Tür kaputt. Du hast dich gegen die Tür geworfen von außen? Ja, von außen, ja. Nachdem sie dich rausgeworfen hat? Ja, ja. Die hat mich quasi nicht rausgeworfen, aber ich bin halt ausgeflippt, weil sie in meinem Portemonnaie rumgewühlt hat. Und das ist nicht das erste Mal. Erinnerst du dich noch, welche Frage ich dir gestellt habe? Ja. Das sagt jetzt sehr viel aus. Ich habe dich gefragt, wie du das beschreibst, was du für diese Frauen noch empfindest. Und dann erzählst du mir die Geschichte. Ist doch alles Chaos da. Ist doch alles kaputt irgendwie. Ja. Ich finde, du musst dich da auch ein bisschen mehr am Riemen reißen als 50-jährige Erfahrene. Ja. Du tickst da ja völlig hysterisch aus, Mann. Ja, nicht immer. Nee, aber diese Geschichte... Gut, du hast natürlich recht, die sollen nicht in deinem Portemonnaie rumsuchen. Aber da macht man doch nicht sowas. Nee, natürlich nicht. Das ist auch eine Sache, die mir sehr leid tut. Und ich habe auch sofort die Konsequenzen aber vielleicht getragen. Die Konsequenzen waren? Ja, die Tür für 1.500 reparieren lassen. Okay.
Nein, ich finde, du musst jetzt souverän die Konsequenzen ziehen und dich da zurücknehmen aus der ganzen Geschichte. Ja, dann irgendwo mag ich die ja nun auch und dann bin ich ganz alleine, wenn ich die 25-Jährige nicht mehr habe. Wir wollen jetzt nicht jammern, ne? Ja. Du wirst auch noch eine andere Frau finden. Ja. Der Sex ist nach wie vor gut mit der 25-Jährigen. Ja. Ja gut, das hat man ja öfters, auch wenn man sich mit jemandem nicht versteht, dass der Sex gut ist. Und das ist dann oftmals ein vergiftetes Band, die Sexualität, die man dann zu jemandem hat. Ja. Das musst du abwägen. Ich finde, wie du mir das gerade geschildert hast, ja, du solltest gehen und such dir einen guten Sex woanders. Wo es auch stimmig ist. So ist das doch nur eine Belastung für dich, seelisch. Was sagen denn deine Freunde? Gute Freunde haben ja... Ja, eben. Die ist ja so eifersüchtig, die will da sogar den Umgang mit meinen Freunden nicht, die dann auch irgendwelche Partner haben, weil sie dann denkt, ich interessiere mich auch für die Partner. Die ist dermaßen eifersüchtig, krankhaft eifersüchtig. Ach, noch ein Grund mehr, dass ich das sage, was ich gerade gesagt habe. Geh. Geh als ganzer Mann. Geh souverän, aber entschieden. Und entschieden. Ja. Aber dann stalkt sie mich wieder, dann will die mich partout nicht loslassen. Dann musst du das handeln. Und nach einer gewissen Zeit wird das gut sein. Ich glaube, im Moment hat die den Eindruck, dass sie mit dir machen kann, was sie will. Das glaube ich. Ich weiß es nicht. Mensch, Achim. Ich kann dir nicht mehr sagen. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen. Ich kann dir höchstens noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, aber... Ja, brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Denke ich eigentlich in dem Fall auch, ja. Lieber Achim, ich wünsche dir eine gute Entscheidung und ein gutes Gelingen. Danke, Domian, danke. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss, ja, ciao. Tschüss. Hier ist Kira. Kira ist 34. Guten Morgen, Kira. Hallo. Hallo, Kira. Ja, also es geht um meine Mutter. Ja, sie ist jetzt selbst vor 2 Tagen ins Krankenhaus eingeliefert worden, mit kaum noch Puls und Blutdruck war ganz niedrig, also kaum noch messbar. Mein Stiefvater und mein Bruder haben ja meine Mutter in der Wohnung verwahrlosen lassen. Meine Mutter ist schwere Alkoholikerin, schon immer, also seit ich denken kann, hat sie getrunken. Wie alt ist sie jetzt? 59, wird dieses Jahr 60. Ja. Und ja, also meine Mutter hat früher den Haushalt halt trotz ihrer Alkoholsucht gemacht und war immer gepflegt. Und seit 2 Jahren fing sie an, halt nichts mehr zu machen. Mhm. Also den Haushalt halt nicht, hat sich gehen lassen und hat halt immer gesagt, sie hat Schmerzen im Rücken, in den Beine. Ja, und irgendwann fing sie dann auch nicht mehr an, ja, auf Toilette zu gehen. Und weil sie es einfach nicht mehr geschafft hat. Und mein Stiefvater und Bruder, ja, haben zugeguckt. Sie fing dann an, unter sich zu machen. Einfach in die Wohnung gemacht? Ja, einfach auf der Couch, da wo sie saß, weil sie ja nirgendwo mehr hinkam. Alles, ja. Das große und kleine Geschäft? Beides. Die haben das zwar dann mal weggewischt, aber nur ein Handtuch draufgelegt und so wieder dahingesetzt. Und die beiden wohnten auch in derselben Wohnung? Ja, die wohnen mit ihr zusammen. Und, aber du hast sie doch sicher besucht ab und zu? Ja, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Ich war nur kurz da, weil die Wohnung halt so dreckig war. Und mit meinem Kleinen wollte ich halt nie lange bleiben, ne, weil es so dreckig war. Nur halt, dass sie immer wieder sieht. Und selbst wenn man nur ganz kurz da ist, sieht man doch, was da los ist. Und es stinkt doch höllisch. Nee. Die hatte eine Decke, hatte sie immer da liegen. Und ich war ja wirklich immer nur kurz und immer Fenster auf. Und ich habe es nicht gerochen. Wirklich nicht. Also ich weiß auch nicht, wie lange das schon so ging, dass sie unter sich gemacht hat. Wie gesagt, am Anfang ging sie halt noch auf Toilette. Sie meinten zwar, also mein Stiefvater und mein Bruder meinten zwar, das ist jetzt seit 2 Tagen so, aber wo die jetzt gestern die Couch rausgeschmissen haben, haben sie auch gesagt, der ganze Boden war schon nass. Ne? Also. So, jetzt liegt sie im Krankenhaus? Genau, also sie und hat... wie geht es ihr? Ja, also wir wissen es noch nicht. Also sie hat Leberzirrhose im Endstadium und einen abgestorbenen Zeh, das nennt schon wie so nekrotischer Zeh. Und im Moment ist sie auch zu schwach, einfach operiert zu werden. Sie müssen sie erstmal aufpäppeln, weil sie hat, ich weiß nicht wie lange, schon nichts mehr gegessen, immer nur mal ein paar Häppchen und halt nur Bier getrunken. Ist total verwirrt, weil sie irgendwie einen Kaliummangel hat. Wann warst du denn das letzte Mal da? Heute. Und im Moment wälzen ja meine Familie alles auf mich ab. Nee, ich meinte, wann du das letzte Mal
in der Wohnung warst. Ach so, an dem Tag, wo ich den Notarzt gerufen habe. Also da habe ich gesagt, es reicht. Ich habe ihr vorher schon den Hausarzt hingeschickt, habe gesagt, gehen Sie mal gucken nach meiner Mutter, irgendwas stimmt da nicht. Okay, jetzt frage ich noch zum dritten Mal, weiß nicht, ich bin aber schuld, weil ich es nicht klar gefragt habe. Wie lange sind die Abstände gewesen? Also jetzt, nachdem du den Arzt dann alarmiert hast, und wie lange warst du vorher nicht da gewesen? Davor war ich, weiß ich nicht, 2 Wochen vorher ungefähr, war ich nicht da gewesen. Und wer schiebt jetzt die Schuld auf dich? Also schiebt keiner die Schuld auf mich, also die wälzen alles einfach auf mir ab. Also dass ich das mache, dass ich ins Krankenhaus fahre. Und die zwei, die machen jetzt auf meine Mutter ihre Kosten krank, ne, erzählen überall rum, meine Frau liegt im Krankenhaus, bla bla bla. Und aber kümmern sich nicht, also sprechen weder mit den Ärzten, gucken noch, was danach mit der Zeit ist, wenn sie halt doch wieder nach Hause kommen sollte. Der Stiefvater und der Bruder. Ja, genau. Wie alt ist der Bruder? 24 ist der. Und hast du mit dem denn nicht mal klar reden können, was da in den letzten Monaten abgegangen ist in der Wohnung? Also ich habe gesagt, wie könnt ihr das zulassen? Ihr hättet viel früher schon eingreifen müssen, mal den Hausarzt kontaktieren und vielleicht Pflege beantragen, irgendwas für sie. Und die sagen, nö, wollte sie ja nicht. Und du kennst ja die Mama, die wehrt sich ja gegen alles. Ja, und sonst haben sie nichts gesagt. Aber ich habe auch gesagt, so könnt ihr das doch nicht lassen. Ihr seht das doch, ihr lebt mit der Frau tagtäglich zusammen. Und die im Krankenhaus haben auch gesagt, die Frau war total dreckig, wirklich total verwahrlost. Wie war denn so überhaupt dein Verhältnis oder ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Nie gut. Also ich war immer das schwarze Schaf der Familie. Also ich bin auch früh ausgezogen von zu Hause. Ja, und habe halt immer nur, immer den Kontakt gesucht, aber mal wollte sie Kontakt mit mir, dann mal wieder nicht. Ja, so ging das eigentlich immer. Und wie ist dein Kontakt zu dem Stiefvater und deinem Bruder? Nicht so gut. Auch nicht gut. Kannst du mit dem Stiefvater auch nicht so klar, offen sprechen? Also ich sage ihm meine Meinung, ne, was ich von Sachen halte, aber könnte ich genauso gut mit der Wand reden. Also kommt nicht an irgendwie. So, und jetzt wälzen sie quasi die Verantwortung auf dich ab, nämlich dass du alles organisieren sollst. Genau, und ich habe noch eine Schwester, die ist auch schon volljährig, auch schon 28, die kümmert sich auch nicht. Und ich muss halt gucken, wie ich meinen Kleinen versorgt kriege und das mit dem Krankenhaus und alles mache. Und jetzt bin ich mit dem Sozialdienst morgen noch dran, um nach der Zeit, falls sie sich doch freiwillig entlässt, was auch der Fall sein könnte, dass da irgendwas passiert, dass sie nicht mehr nach Hause kommt. Ne? Wahrscheinlich, so wie du es gerade beschrieben hast, muss sie in ein Pflegeheim danach. Genau. Oder halt eventuell palliativ sogar. Ne? Ich weiß ja nicht, wie weit die fortgeschritten ist, die Leberzirrhose. Ich habe wohl noch nichts Genaueres, weil jetzt einfach der Fuß am wichtigsten ist, dass der wieder versorgt wird und sich diese Infektion von diesem toten Gewebe nicht im Körper ausbreitet. Naja. Weißt du, Kira, das klingt wirklich nach sehr kaputten Verhältnissen und tragischen Verhältnissen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass dich das jetzt nervt, dass alles auf dich abgeladen wird. Also, aber vielleicht ist es jetzt so, und vielleicht ist es auch okay und gut, wenn du es organisierst. Ja. Also meinst du, dass ich das schon machen würde? Ja, finde ich schon. So aus moralischer Verantwortung heraus, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mutter noch lange lebt, ist sehr gering. Ja, das haben die Ärzte schon gesagt. Also sie können kein genaues Zeitfenster sagen. Aber ich würde es jetzt an deiner Stelle machen, auch wenn du dich ungerechter behandelt fühlst. Aber das ist vielleicht der letzte Dienst an deiner schwerkranken Mutter, die ja auch seelisch offensichtlich sehr angeschlagen war ihr ganzes Leben lang. Wie lange ist sie Alkoholikerin schon? Seit ich denken kann. Ich kenne sie nicht anders, außer halt, ne, besoffen. Nur halt früher hat sie halt nur abends dann mal getrunken. Und dann gab es aber auch wieder Zeiten, da fing sie mittags schon an. Aber das waren dann immer nur so ein paar Wochen und dann halt wieder nur abends. Ne? Aber so schlimm, dass sie morgens schon anfing und dann auch nicht mehr wusste, ob Tag oder Nacht ist. Ne? Das kann ich nicht von ihr. Weißt du, die Frau ist so krank und in so einer Endphase, in der Endphase ihres Lebens, da sollte eigentlich nur das Mitgefühl noch entscheidend sein. Mach es. Ich mache es auch gerne für meine Mutter. Ne? Mich nervt es einfach nur, dass die machen sich da ein schönes Leben, haben schon neue Möbel wieder reingeholt und tun so, als wäre nichts. Und ich mache mir einen Kopf, wie ich irgendwie alles machen kann. Würde ich jetzt zur Seite schieben. Ja. Kümmere dich ordentlich um deine Mutter und alles andere ist dann auch egal. Ja. Mach es.
Ja, das auf jeden Fall. Also wurde heute auch verlegt und ich war auch direkt da. Und ärgere dich nicht zu sehr über den Bruder und den Stiefvater. Da änderst du eh nichts mehr dran. Nee. Du hast jetzt... Du musst dich jetzt so verhalten, dass du auch hinterher vor dir bestehen kannst, wenn deine Mutter gestorben ist. Dass du denkst, das musste ich für sie noch machen. Genau. Das war auch mein Gedanke, ne, dass ich das deswegen einfach nur mache, damit ich mir später keine Vorwürfe, ne, dass ich nicht denke, aber warum hast du nicht? Ne? Ja, genau. Ja. Liebe Kira, in diesem Sinne, alles Gute und natürlich auch alles Gute für deine Mutter. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dir auch. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Marcel. Marcel ist 29. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marcel. Hallo, und zwar, es geht um Folgendes. Ich habe jetzt aus arbeitstechnischen Gründen leider meinen Ort verlassen müssen. Das war in der Nähe von Köln. Mhm. Und bin jetzt nach Braunschweig gezogen. Und, du kennst es ja, man ist halt neu in der Stadt. Man lernt halt schnell neue Leute kennen, beziehungsweise wenig Leute kennen. Und hab dann halt durch die Arbeit halt einen Kumpel kennengelernt und war halt auch mit dem auf dem Geburtstag. Und da war halt, kam halt seine beste Freundin. Und wir wurden halt ziemlich schnell warm miteinander, haben uns auch halt geküsst und sind dann nachher auch in meinem Wagen gelandet, wo sie halt meinte, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr eine Nummer zu schieben. Im Wagen. Im Wagen, genau. Mhm. Sie steht da so ein bisschen auf Outdoor. Haben es halt gemacht. Und da meinte sie, wir können nur Nummern austauschen, beziehungsweise uns näher kennenlernen und so weiter und so weiter. War ich halt vollkommen begeistert. Klar, man kennt halt keinen und nimmt dann halt das, sag ich mal, erst ein bisschen, was man kriegen kann. Und dann habe ich sie halt versucht anzurufen. War auch ganz gut, das Telefonat. Sie klang etwas verliebt und wir wollten uns halt treffen. Hat leider nicht ganz so geklappt, halt Ausreden und so weiter. Und wollte ich sie halt, habe ich sie halt angeschrieben, wie es aussieht, habe schon Lust mal zu treffen. Ich habe gerade Mittag auf Nachtschicht oder ich komme zu dir, komm du zu mir auf einen Kaffee. Leider kamen halt immer wieder Ausflüchte. Und dann war ich dann halt alleine mit meinen Kollegen halt in der Besangstadt feiern und dann habe ich sie halt am Fenster gesehen. Am Fenster? Ja, so, also ich sag mal so, sie war da am Arbeiten. Wo? Ja, also sie war auf dem Strich sozusagen. Ja, als junger Mann geht man da mal her. Und das Kuriose ist ja, dann habe ich mich so zurückerinnert. Weil wo wir halt mit der Nummer fertig waren, hatte sie mich gefragt, ob ich schon mal bei einer Prostituierten war. Ich so, nein, ich sehe nicht so schlecht aus, ich muss kein Geld fürs Vögeln bezahlen. Sei ehrlich, sag, ob du schon mal da warst. Ich so, nein, ich war noch nie da. Ja, sie könnte sich das ja vorstellen, so und so und so. Wie, sie könnte sich das vorstellen? Ja, sie könnte sich das vorstellen, das zu machen, weil erstmal, es gibt Geld. Wie, sie könnte sich vorstellen, zu einem Stricher zu gehen oder was? Nein, sie könnte sich vorstellen, sich zu prostituieren. Ach so, das hat sie gesagt. Genau, weil es macht der ersten Spaß und zweitens gibt es Geld. Okay. Man muss dazu sagen, sie hat eine jüngere Tochter, sie hat halt früher das Kind bekommen. Okay, da wollte sie vortasten, wie du reagierst. Das habe ich aber auch erst später verstanden. Das heißt im Klartext, du hast dich in eine Prostituierte verknallt ein bisschen? Nein, nicht verknallt, sag ich mal. Aber du musst das so sehen, man kommt in eine neue Stadt rein und man lernt halt jemanden kennen, das ist halt davon die beste Freundin. Und man möchte ja irgendwo auch, sag ich mal, den Freundschaft aufbauen. Okay, was heißt das jetzt für dich konkret? Lässt du das jetzt sein oder willst du weiter... Nein, ich habe ihr halt geschrieben, pass auf, ich glaube nicht, dass sie mich gesehen hat. Also ich habe sie zwar gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie mich wirklich gesehen hat. Ich habe ihr halt geschrieben, pass auf, vom Interesse her, da du dich nicht gemeldet hast, ist es für mich vorbei. Aber ich mag deinen Charakter. Ich mag deinen Charakter, hast du geschrieben. Genau. Hat sie geantwortet darauf? Nein, auf keinen Weise. Weder auf Anrufe, noch auf WhatsApp, noch auf Facebook. Und dann habe ich das halt dem Kollegen halt gesagt. Wir waren halt vor 2 Tagen beim Grillen. Dann war es das wohl, ne? Genau, er meinte auch so, ja, ihm hätte sie es wohl auch so in der Art gesagt, aber er könnte sich nicht vorstellen, dass sie es wirklich macht. Was ja gut, dass du dich nicht weiter in sie verknallt hast, da wäre es noch härter gewesen. Ja,
Ich ja, muss, nur, ich muss einen ja. Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist, mein Lieber. Ah. Tut mir sehr leid. Alles Gute wünsche ich dir, Marcel. Tschüss. Ciao. In der Technik, Benjamin Fließ. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.